Hallo! Also, ich bin jetzt von da bis hierhin geschwommen, AFK, war eigentlich währenddessen Pipi, bin dann hier umgedreht und jetzt bin ich hier. Wir müssen ganz legale, brutale, nette, fette, süße. Was reimt sich auf süße? Gemüse? Naja, ist ja auch egal. Müssen Nagas killen, eine Menge Scheiße einsammeln, Leute aufspießen, Köpfe abtrennen und Beute einsammeln. Also, der typische WoW-Scheiß. Fuck, ich hab gepullt. Ich will nicht gepullen, aber jetzt kann ich mein schönes Schwert. Oh, hab ich weit weggescrollt. Ja, ich war gerade Neff liegen und deshalb musste ich mal ein bisschen weiter wegscrollen. Da schlauerst du. Wo war ich stehen geblieben? Wieso hat der so einen Tentakel auf dem Kopf? Merkt euch, die sind wichtig. Wieso löst er sich auf? Ach so, wir sammeln die ein. Genau, so war das. Den Flappen müssen wir aufspießen, glaube ich. Sonst wäre das kein Quest-Mob. Da ist ein Walhai. Och, das ist ein netter Walhai, Willi. Die Quest ist echt witzig, da kommen wir noch zu. Ja, jetzt sehen wir, was ich damit meine. So, jetzt holen wir uns erstmal von dem Flappen hier. Nette 5 zerhäckseln. 5. So, jetzt haben wir 40 Sekunden. Jetzt muss ich den schnell umpowern. Das ist kacke, weil die haben jetzt schon inzwischen wieder 40k und ich brauche verdammt lange, die zu pawnen. So, wir haben zerhäckseln auf 30 und das haben wir auf 20. Jetzt hinterhalten wir uns an den ran. Stun den. Zünden was. Jetzt einen richtig schönen Nierenhieb und Smash. Und wegnatzen. Lol. Das ist Poning. Ölige Walmilch, Motherf. Den müssen wir aufspießen. Ja! Alter, du hast da ein bisschen Holz in der... in deinem Bauch. Okay. Wir müssen noch... Leute, oh Mann, wie soll man sowas kommentieren? Das ist so behindert. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Naga platt. Aber, ey, das Model von dieser Waffe haben wir geklaut. Ratet mal, ihr habt 5 Sekunden Zeit. Die Waffe ist aus... Waren es 5 Sekunden? Jetzt waren es 5 Sekunden. Die Waffe ist aus Nagrand. Die hat nämlich so ein Ork-Fuzzi. Und die kriegt man als Questbelohnung, aber die sieht nicht ganz so aus und hat ein bisschen rote Musterung. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, ja, ich habe kein Leben. Liegt aber auch daran, dass ich einfach nur gut sein in dem will, was ich mache. War das ein vernünftiger Satz? Ich glaube nicht. Sätze, Schätze, Fetze, Kretze. Reibt sich noch was? Ja, ja, auf dich habe ich keinen Bock, halt. Nerv mich nicht. Schätze. Geschwätze. Verletzte. Kein Plan. Oh cool, jetzt kann ich das mal zünden. Das war sinnvoll. Fuck, die muss ich ja gar nicht killen. Scheiße. Um uns zu wechseln, aber von dem alten Mob noch. Wow, ey, langsam gehen die Leben echt wieder runter. Das gefällt mir zwar nicht, aber wenigstens kommt jetzt mal ein bisschen Abwechslung in the Radius Ruin. Ach doch, den können wir auch so looten, indem wir sie einfach so killen. Ist ja ganz nett zu wissen. Da sind auch noch welche. Und ja, ich mache noch Innis, ey. Wieso schreibt mich jeden Tag an? Wann machst du Inni? Sobald ich das hier durchgequestet habe, mache ich mindestens 2 Innis oder so. Oder 3. Vielleicht gehe ich sogar noch in BG rein. Mal gucken. Nee, danke. Ja, es nervt mich auch, Klicker zu sein. Also, eigentlich bin ich Tastenklicker, aber irgendwie bin ich auch Drücker und Klicker und Makro-Spieler. Guck mal, wenn ich die 1 durchspamme auf meiner Taste. Ihr könnt die Taste hören. Es ist die 1. Guck mal hier, hört euch das mal an. Hört ihr den Unterschied? Das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite. Das ist die 1 auf meiner linken Tastatur und das ist die 1 auf meiner Ziffernblock. Deswegen steht auch Ziff. Weil da steht eigentlich Ziffernblock 1. Okay, ihr habt das vielleicht nicht verstanden, aber... Müsst ihr auch nicht. Nein, nee, nö. Wo kriegt denn die Beute her? Die, ja, ach, die liegt hier oben rum. Da sehe ich doch schon eine Truhe. Die müsste mal IP geben. Boah, ist die fett. Die ist doppelt so groß wie ich. Na, 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 na. WoW ist echt beschissen, weil man nur leveln muss. Nein, muss man nicht. Man muss auch raiden. Okay. Für alle, die jetzt das gerade gucken, bitte nicht wegschalten. Schreibt mir erstmal schnell, was reimt sich auf Orange. Das meine ich absolut ernst.
Weil ich arbeite an einem neuen Torben-Song. Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Ich will dazu einfach nichts sagen. Und ich will einfach mal wissen, was reimt sich auf Orange. Wenn man das schreibt, kriegt ein Cookie auf seinen Channel. Versprochen. Ich schätze zwar, drei werden nur mehr schreiben, aber hey, das nimmt man drei mehr als erwartet. Haha, bringt nichts. Ausweichen, tschüss. Yeah, that's mad. Da ist noch eine Truhe, außerdem könnte ich da noch einen Gnadenlosen mitnehmen. Yay, charge! Boom, 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 boom. Aui, aui, aui. Ich mag Aoi. Das habe ich lange nicht mehr benutzt. Vielleicht sollte ich es immer auf Cooldown halten. Oder zumindest immer dann, wenn ich das brauche halt. So, da wollte ich nur die Energie rausholen. Oh, so perfekt gekickt. Im letzten Part hat mir einer gefragt, was heißt kicken? Das heißt, das hier wäre zum Beispiel kicken, der Tritt. Verstehst du? Also ich unterbreche seinen Zauber. Ich kick den Zauber. Ich kick ihn. Und Kick ist eigentlich unterbrechen, ja. Für die, die es nicht wussten. In WoW gibt es viele Klassen, die nicht spontan Zauber wirken, wie jetzt der Schurke, wenn ich das hier durchspamme, so sondern die einfach casten, wie sowas hier. Und das kannst du einfach kicken, indem du den hier drückst. Also jetzt, das war, ich habe selber was gecastet, ich kann mich nicht selber kicken, dann müsste ich mir in den Arsch treten. Aber ich kann halt andere unterbrechen und dann müssen die wieder von vorne casten. Sprich, nehmen wir mal an, der ist bis hier. So, PvP. Ich sehe das, ich merke, ah, der will jetzt was casten. Und dann kicke ich das, zack, unterbrochen. Und dann muss er wieder von neu. Und so lange kann ich ihn halt Damage machen und umnatzen. Und ich kann unter Wasser... Lol. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Blizzard, du bist cool. Weil du cool bist. Weil du bestimmt an Diablo 3 arbeitest. Wer kennt Lenny Kravitz? Plus in Kommentarbox. Toll, jetzt habe ich nochmal zwei Plus in die Kommentare. Yay, baby! Diese Unterwasser-Goblins finde ich übrigens extrem scheiße. Und zwar, weil die unfair sind. Es gibt keine andere Unterwasserrasse, die spielbar ist. Ich meine, gibt es Unterwasser-Worgen? Nein. Gibt es Unterwasser-Gnome? Hi, bin großer Fan. LG Mondherz. GZ! Ganz ehrlich, wenn du dich nach meinem Raid, nach dem Gildenmeister so ähnlich nennst, dann bist du einfach nur bekloppt. Wieso machst du das und wieso trägst du mich? Lass mich los, ich falle! Wieso kann ich denn fallen? Das ist doch... Ach, der hat einen Anker an mich gemacht. Ja. Cool. Der Ober, er fällt mit dem Anker nicht runter, oder was? Das ist ja witzig. Zum Glück habe ich keinen Fallschaden bekommen, sonst wäre ich jetzt nein. Wir müssen noch Köpfe holen und da ist auch schon eine. Spam die Taste. Scheiß auf Komma-Punkte, ich schaff's. Und wie geht's, wenn man fragen darf? Jop. Läuft. Da ist der letzte. Ich mach noch die Quest fertig, dann machen wir mal einen vielleicht längeren Part, vielleicht nicht. Hasch, hasch, hi, hi. Hallo Martin. 11 Millionen Songs. 11 Millionen? Ja. Gesundung, zernippeln. Das freut dich ein Scheiß, du willst nur in die Gilde, denkst du, ich weiß das nicht? Penner, ey, alle sind gleich. Ihr seid alle gleich. Außer du bist die Ausnahme. Nein, ich mag meine Abonnenten. Ohne Abonnenten wäre das Leben... Wie mit ohne Abonnenten. Oder? Ergibt das Sinn? Ergibt das... Ah, mein Kopf! Wieso? Proc gerade... Ah, wegen dem Gesundung-Proc.